So, ich wünsche euch einen bombastischen Tag und ja, herzlich willkommen zu Die Eisenberge und natürlich zu Rayman 2 The Great Escape. Willkommen im Saal des Rats der Kleinlinge. Großartig, du hast genug Looms, um zu passieren. Bereite dich darauf vor, eine neue Welt zu entdecken. Es ist auch immer dasselbe. Frohen Mutes voran. Lass nochmal zurückschauen. Geh, sei nicht so schüchtern. Etwas seltsam. Und da geht's auch schon los. Die Eisenberge. Mir ist jetzt was aufgefallen gerade. Und zwar haben wir doch in der letzten, irgendwann in der letzten Session, haben wir doch die Fähigkeit bekommen zu fliegen. Diese Fähigkeit wurde uns aber in dem Moment wieder genommen, als uns Glut geschlagen hat, falls ihr noch mit dem Namen was anfangen könnt. Das war der Golem. Aber was ist denn das hier? Alter, was ist das für ein Shit? Alter. Hä? Das ist voll creepy. Alter. Alter, warum? Einer davon muss doch jetzt mal treffen. Irgendwo da muss es sein, während wir uns hier im Kreis bewegen. Upsala. Ja, yeah, ich weiß, dass er Angst vor mir hat. Jetzt habe ich eins getroffen. Und das andere noch. Okay. Spitzenmäßig. Und ab dafür. Haben wir das geschafft? Sinne der Kassen. Kasalination, ja. So ist das neue Wort für Kanalisation. Kasanilation. Da fließt nicht nur die Scheiße anderer. Wow! Alter, das kann... Das kannst du doch nicht springen. Ja, das ist wieder so ein etwas stärkerer Roboter. Die habe ich in der letzten Folge ja so vermisst. Da war ja nur so... Boah, Alter. Und das... Okay. So. Es ist ja nicht gerade so, dass wir noch am Anfang von Rayman sind. Wir sind ja schon ein Stück weiter. Mehr als drei Viertel müssten wir jetzt, glaube ich, geschafft haben sogar. Oder 65% oder so. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich kann euch das sicherlich sagen, wenn ihr das wissen wollt. So. Aber dann erst in der nächsten Folge, weil da müsste ich mir das nochmal nachschauen. Im Hauptmenü kann man sich das ja angucken. So. Muss ein bisschen vorsichtiger sein. Es scheint überall Roboter zu sein. Ja, so ein Schlag zieht dann doch schon genug ab, sag ich mal. Ist ja dann schon ziemlich massive. Oh!
Okay. So, jetzt können wir mal, bevor ich hier gar nichts erzähle im Let's Play, das wäre natürlich gegen das, was ich mir nun vorgenommen habe für die nächsten Folgen, die so kommen sollen. Kann ich euch ja mal ein bisschen was erzählen, ne? Was ja auch der Sinn von dem Let's Play ist, dass man dazu was erzählt. Ja, und zwar ist mir letztens was passiert, das war wirklich sehr seltsam und ich fand, das muss man euch mal erzählen, damit ich mal so erkennen kann oder von euch ein Feedback kriege, ob das so sein muss. Okay, ich würde gerne aber zuvor noch hier hinter gucken. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich bin einkaufen gewesen und da stand so eine ältere Dame, so, ich würde schätzen, so 60, ja, vielleicht sogar älter, 70 würde ich jetzt mal so sagen, vor dem Süßigkeiten Abteil sozusagen und hat da eine Tüte geöffnet, hat, um genau zu sein, vielleicht kennt ihr die ja, diese Gummibärchen-Schlümpfe, die so toll zwischen den Zähnen kleben. Ich esse die sehr gerne, aber leider nur in Maßen und nicht in Massen genießbar. Zumindest bin ich der Meinung, dass sie nur in Maßen genießbar sind. Weil das ist dann einfach zu viel Klebstoff. Und die alte Frau hat dieses Ding geöffnet. Neben ihren Enkeln, denke ich mal, weil ihre Kinder werden es ja kaum gewesen sein. Und hat da zwei rausgenommen und hat die gegessen. Und hat sie ehrlich ihr Gebiss rausgeholt und musste diese Schlümpfe zwischen den Zähnen erst wieder rausnehmen. Also rausmachen. Ich fand das so cool in dem Moment. Oh, verdammt. Okay. Mit Fails ist zu rechnen. Ja, und ist, kennt ihr auch solche Geschichten, wo man einfach sich so denkt, oh Mann, das wäre mir so peinlich. Besonders für die Kinder muss es ja peinlich gewesen sein. Und ich glaube, die haben die Schlümpfe dann nicht mal gekauft, weil die ältere Dame hat zu, also die Oma hat zu ihren Enkeln gesagt, dass es nie gut für die Zähne wird sein. Na, dann machen wir das eben doppelt. So, die Musik hat es schon umgeschlagen. Ich war wohl in die falsche Richtung unterwegs. So. Können wir den vielleicht direkt von hier so? Ich schätze jetzt einfach mal, dass das Wasser uns tötet. Wir deswegen auf diesen Dingern bleiben müssen, die sich hier nach unten verteilen. Ich hoffe, ich habe jetzt ja mal nach links rüber, nein, nach rechts rüber geschaut. Ich habe meinen Bildschirm da mal hingestellt, auf den ich hier Order City habe, damit ich sehe, wie lange es dauert. Und natürlich auch den Ausschlag. Also nicht den Ausschlag, den man jetzt so am Körper haben kann, sondern, oh, müssen wir in den Ballon landen, sondern den Ausschlag der Stimme, damit es alles ein bisschen besser ist. Ich hatte in den letzten drei Folgen ein bisschen zu laut. Okay. Erzähle ich euch dann weiter, falls jetzt irgendwas Spannendes passiert. Okay. Was bist denn du? Okay. Jetzt habe ich vergessen, was ich erzählen wollte. Das ist natürlich toll. Wer weiß, wo wir hin müssen oder was das Ding kann. Wow. Oh, cool, danke. So, ich schätze jetzt einfach mal, dass wir hier rein mussten. Oh, das kann ja nicht euer Ernst sein. Besserungsanstalt für gestörte Kinder.
Ja, da können wir ja gleich mal eins einliefern, ne? Au! Scheiße! Das erste gestörte Kind. So, da war anscheinend mal was drin. Besserungsanstalten für gestörte Kinder. Naja, ich weiß ja nicht, wer hier diese Besserungsanstalt mehr besuchen sollte. Also müssen wir jetzt hin? Okay. Okay, cool. Und jetzt? Auf der sprintenden Granate. Was? Hä? Das ist sehr verwirrend. Was? Hä? Was müssen wir machen? Okay. Also wir müssen auf dieser Granate irgendwie von diesem Gebäude runter, wie auch immer. Können wir irgendwie den Pfeilen folgen? Gibt's da welche? Nee, ne? Am besten ist, man kommt irgendeine Kante runter, das wäre nicht schlecht. Ich glaube, das ist nicht die... Wow! Okay. So, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Denke ich, hoffe ich. Aha, okay. Boah. Was war, was? Das ist ja voll komplex. Sorry, dass ich mich jetzt hier konzentrieren muss. Aber mit der Granate, die zu steuern, ist für mich einfach so ein Ding des Unmöglichen. Hallo? Ich versuche alles, um das möglichst bequem zu machen. Ich hoffe, wir sterben jetzt hier bei dem Versuch nicht. Im Übrigen haben wir alle Kisten schon geöffnet, ne? Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Mir ist das noch gar nicht aufgefallen. So. Jetzt geben wir unserer Granate noch eine Chance. Na komm, Granati. Ach, ich hätte einfach... Ja. Hihi. Was? Ach kommt. Also manchmal ist es ein bisschen unrealistisch, wann irgendwas dir wehtut oder eben zum Beispiel diese Granaten explodieren, weil die Kante hätte es jetzt weiß Gott überstehen können. Ich finde das Nitro süß, das ist irgendwie cool. So. Jetzt... So, wird das gemacht. Das sind die kleinen Raymans. Die kleinen Clobox. So. So, wo jetzt hin? Ich glaube, ich habe vorhin schon gesehen, wo wir hin müssen. Ich schütze! Okay. Also merken. Großes, gestörtes Pups, leicht an Star Wars erinnern, der Roboter ist böse. Ne, hätte man aber sich vielleicht auch denken können. Wow. So, jetzt. Die Globoxe sind immer noch nicht weiter. Ist die Mehrzahl von Globox überhaupt Globoxe? Oh Gott. Ein Glück ist hier so eine Kante. Sehr gut mitgedacht. Oh Gott, Giftstoff. Sorry, ich habe gerade nicht hingeguckt, also. Sorry, also jetzt machen wir es richtig. Nee, ist schon kompliziert. Diese Aufgabe. Das ist wirklich der Wahnsinn eigentlich.
Was die hier damals schon für Ideen, für Aufgaben hatten, ne? Überleg mal, was man heute so machen muss. Also hier ist immer mal was anderes, muss ich mal sagen. Abwechslungsreich ist das Spiel auf jeden Fall. Ich finde das so mies, das Vieh soll sich verpissen. Ah, okay. Wir haben es geschafft, Leute. Ich feiere mich mal selber. Okay, aber das war noch nicht das Ende. Das ist natürlich nicht so gut. Nö. Wie jetzt? Okay, ich würde gerne hier oben diesen Blumen haben. Dazu bräuchten wir hier aber dieses Dings da. Was war denn dieses komische Geräusch? Habt ihr es auch gerade gehört? Das war wie so ein... Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, als was man das beschreiben will, kann, muss, soll. Ich würde es jetzt einfach als... Winseln deuten, vielleicht. Das wäre jetzt für mich die einzig logische Erklärung. So, dann müssen wir hier hoch. Okay. Dann eventuell darüber, warum auch immer hier so ein halbes Schiff stehen sollte. Sollte im Allgemeinen nicht passieren, aber man sieht ja, bei Robotern ist so manches möglich, was gebaut wird, was eigentlich total unnütz ist. Nicht so viel Platz, hier muss irgendwas sein. Nee? Okay, man kann sich auch mal irren. So, in die Richtung gibt's nichts. Das Wasser fließt im Übrigen auch nach oben, aber das ist nicht weiter schlimm, finde ich jetzt. Und da unten ist ein Piratenschiff. Wer ist denn das? Das sieht aus wie die Globoxoline. Ach, das war das Geräusch. Okay. Meine Babys! Meine Babys! Wirklich, die Piraten haben alle meine Babys geholt. Sie haben sie in Käfige und in die Minen gesperrt. Mein Schatz, Globox versuchte sie zu stoppen. Aber die Piraten haben ihn auch gefangen. Und sie haben ihn zu ihrem Gefangenenschiff gebracht. Damit kann ich bis zu den Minen weine nicht, Uglette. Ich bringe deine Babys zurück. Okay, wir haben einen neuen IQ-Punkt quasi dazu gewonnen. Und zwar heißt der weibliche Globox Uglette. Ist auf jeden Fall interessant. Und jetzt müssen wir die ganzen Globox einsammeln hier. Aber das... Wow. Wow. Ist das... nicht ein bisschen übertrieben? Das waren jetzt 10 oder so? Oh, cool. Also wenn es drauf ankommt, wir können uns auch verteidigen. Okay. So, wo jetzt lang, Leute? Rechts, links, links, rechts, rechts. Ich mache jetzt einfach mal rechts. Und jetzt hier links. Einfach mal aus Prinzip. Immer abwechselnd. Okay. Eieiei, wir sind sogar noch angeeckt. Wie und wo auch immer, aber wir sind angeeckt. Okay, da ist wieder eine Mine. Whatever. Und unserem Schiff geht es eigentlich noch relativ gut. Und das ist schon wieder was komplett Neues im Game, muss ich jetzt mal sagen. So, Schiffsteuern hatten wir noch nicht. Ihr merkt, wie bereits gesagt, ich möchte jetzt das Let's Play durchziehen und nicht nochmal irgendwie eine Pause reinkommen lassen, damit ich mich nicht
wieder darauf ausruhe. Aber ich bin eben noch immer ein bisschen krank. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie sehr man das hört. Fände ich nice von euch, wenn ihr das machen würdet. Westliche Mine. Da müssten wir doch schon fast alle haben, ne? Dann müssen wir bestimmt zurück zu der Ugelette. Ob Ugelette von Ugly abgeleitet ist, ich hoffe nicht. Also in rosa. Ah, von hier kommen wir. So ein rosa Klobox ist doch eigentlich was Süßes. Na komm. Richte das Feuer auf deine Mitpiraten. Das fliegt sich gar nicht mal so schlecht, muss ich sogar sagen. Östliche Minen. Okay, die haben wir mitgenommen. Östlich, da waren wir jetzt Nord, Süd und Westlich und das sind die östlichen. Aber was sie jetzt mit Käfig gemeint, weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe, es gibt nur die, nicht, dass es auch noch Nordwestlich und so einen Scheiß gibt. Was? Ja, Kehrtwende. Okay. Raymond hat natürlich den Schiffschein, das passt schon alles. Ne, hier wollen wir nicht ranfahren. Das haben wir schon. Ein bisschen Munition verschwenden, besonders weil sie vom Dach aus schießen, ist schon. Oder wie heißt das? Vom Krähennest? Oder? Ich weiß nicht, bin ich so ein großer Fanatiker gewesen von den ganzen Fluch der Karibik-Filmen oder. Das sind jetzt so die einzigen Filme, die mich so interessiert haben jetzt, wo mir jetzt auch gleich auffällt, dass da Schiffe dabei waren. Aber ich denke, ich habe genug geschaut, um mitreden zu können. Ich fand die Filme jetzt auch gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie ihr die fandet. Ich fand die sogar relativ unterhaltend. Ach, hier kann man doch gar nicht drunter. Das geht gar nicht. Ja, war zum Teil auch wirklich lustig, die Filme. Ich hoffe, wir sind jetzt richtig. Das ist ja süß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ja. Auf einmal sind bloß noch. Na egal. Mama? Meine Babys! Oh Gott, ich glaube, jetzt habe ich dieselbe Stimme verwendet. Sie, Ugelette? Hier sind die anderen. Oh. Oh, danke. Nimm das Boot und geh nach Hause. Raymond? Hast du gesehen, was ich in... Was? Wieso ist... Es ist die vierte Maske. Viel Glück, Raymond. Viel Glück, Raymond. Ach du grüne Neune. Mein Name ist Ray. Man. Warum? Ja, endlich. Die letzte Maske. Bravo, Raymond. Du hast mich zurückgebracht. Die finde ich eigentlich am süßesten. Die Piraten wird es nicht mehr lange geben. Ich werde meine Kräfte nutzen, um sie zu vernichten. Und die Welt von den grausamen Robotern befreien. Oh je, meine Kräfte sind beschränkt. Auf der Erde machen mich die Looms unschlagbar. Aber in der Luft bin ich noch richtig verwundbar. Du musst auf dem Gefangenenschiff kämpfen. Ich werde dir das Maximum an Energie geben.
Wow. So, jetzt geh und finde Klingenbart. Seltsam. Er hat keine Kamehameha eingesetzt. Was jetzt übel Pedo käme, wenn er ihn jetzt einsacken würde. Beeil dich und hab keine Angst. Okay. Das war süß. Oh, cool. Insgesamt, wenn ich nicht weiß, was vor mir ist, stecke ich zuerst einmal die Nase dagegen oder rein oder... Ach, nee. Raymond, du bist schon eine Knalltüte. Von einer besonderen Art, ja. Die Käfige haben wir zwar geschafft, aber die Looms nicht ganz. Das ist aber, denke ich, nicht so schlimm. Speichern tun wir natürlich. Und ist das jetzt schon das Ende? Das Gefangenenschiff. 94 Looms kann man da fangen? Wow, das ist ja... Wow. Und dann werden wir mal sehen, ob ich das heute noch aufnehme oder ob der liebe Tilosi noch was mit mir machen will. Auf jeden Fall war es das für heute von mir. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Folge. Die geht ja richtig lang. Und da will ich jetzt nicht länger hinziehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Ciao!